Grüezi und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute zeige ich dir zwei kleine Upcyclings, wo man als Geschenk verschenken kann oder wo man auch selber benutzen kann. Und zwar habe ich was mit Kerzenresten gemacht. Und da das wieder eine spontane Aktion war, habe ich improvisiert. Ich habe für den Dorch, dass er unten bleibt, mit einem Stein befestigt. Das würde auch mit einer Mutter gehen. Und den Dort ist kein gekaufter Dort, sondern es ist eine Naturschnur. Also es sollte einfach nicht synthetisch sein, sondern ein natürlicher Stoff. Und das funktioniert wirklich. Also die Kerzen brennen und bis jetzt hatte ich keine Probleme. Also das könntest du vielleicht so mal versuchen. Dann würde ich sagen, das war's. Wir starten. Ich wünsche dir viel Freude dabei.
Das ist jetzt eine Idee, wenn man nur am Kopfteil dekorieren möchte. Hier habe ich einen alten Spiegel benutzt. Dann eine Rosmarinkerze, die ich auch noch gegossen habe, aus Restkerzen, also Abfallkerzen. Und dann habe ich dekoriert mit Ästen, da hat es noch ein bisschen Laub dran, Tannenzweige und eben noch von diesen Blumen, die ich noch hatte, immer noch vom Gesteck, wo ich für meine Mutter gemacht habe, Tannenzapfen, Kieferzapfen, Fichtenzapfen und einen Tannenbaum hier hinten. Das wäre natürlich schön, wenn der etwas höher wäre. Vielleicht mache ich da noch was. Aber das soll so eine kleine Idee sein. Das waren nun meine zwei kleinen Kreationen mit Kerzenwachs. Zu den Zapfen möchte ich noch sagen, man kann das auch jemandem verschenken, der jetzt kein Ofen oder Schmiede hat, sondern man könnte sowas auch mal mitnehmen, wenn man draußen ein Feuer macht, wenn man in den Wald geht. Und das funktioniert unglaublich gut. Und es ist ein Upcycling, was anderes. Dann würde ich sagen, bleib kreativ, umarm deine Liebsten. Wir sehen uns schon sehr bald wieder. Es ist Endspurt. Und ich habe noch ein, zwei Sachen für euch. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Also, alles Gute. Tschüss zusammen.